So, jetzt ist es Zeit für ein neues Video zu Minecraft. Nach langer Zeit möchte ich zeigen, was ich in den letzten circa 2 Monaten hier geschafft habe. Erstmal habe ich Minecraft hier noch nicht geöffnet, weil ich nämlich etwas demonstrieren möchte. Unter anderem hat sich nämlich das Level-Speicherformat geändert. Bisher wurden die Levels alle in einzelnen Chunks im Local Storage gespeichert. Dieser Local Storage hat aber den Nachteil, dass er so circa 3 bis 4 Megabyte normalerweise nur groß sein kann. Das heißt, dass sich größere Welten nicht in den Speicher reinspeichern ließen. Dann war also nur der Teil der Welt da oder später ließe sich das gar nicht mehr runterladen. Und hier habe ich jetzt auf diesem Gerät, auf dem ich das hier jetzt aufnehme, zuletzt die Version 0.6.2 gespielt. Das ist also schon bestimmt länger her. Bestimmt schon ein paar Monate her. Und hier ist, wie man sehen kann, noch das alte Format verwendet. Also es sind hier die einzelnen Chunks gespeichert im Local Storage. Und wie habe ich denn dieses Problem gelöst? Ich habe statt des Local Storage, wenn verfügbar, die Index.db benutzt. Wie man hier sieht, ist noch nichts angelegt. Und wenn ich jetzt die Minecraft-Version öffne, die aktuelle neue, müsste es beim Start von selbst diese Chunks aus dem Local Storage übertragen in eine neu angelegte Index.db und den Local Storage dabei befreien. Und das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe auf diesem Gerät hier Minecraft noch nicht geöffnet, die neue Version. Und ja. Was sich auch geändert hat, wir haben jetzt keine Weltenliste auf einer extra Seite, sondern wir kommen direkt in das Spiel rein, wenn wir hier auf meiner Startseite, der Fake-Seite, hier Minecraft anklicken. So. Und hier haben wir schon mal die erste Neuerung. Wir haben nämlich vorher nur eine einzige lokale Welt gehabt, die immer die ID 0 hatte. Und jetzt können wir mehrere lokale Welten haben. Und dafür gibt es dann auch eine Liste. Und weil diese Welt hier, die ich vorher lokal hatte, also die wir hier schon sehen konnten, weil die keinen Namen hatte und keine Metadaten, also welche ID die auf dem Server hat und so weiter, von wem die ist, deswegen werden jetzt diese Metadaten angelegt und dafür werden wir gefragt, wie sie heißen soll. Ich nenne sie einfach mal erstmal, weiß nicht. So. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was für eine lokale Welt das ist. Es ist vermutlich eine runtergeladene Welt. Das heißt, dass ich die sowieso gleich löschen kann. Aber gut, jetzt habe ich sie weiß nicht genannt. Und hier sehen wir, es hat geklappt. Im Local Storage haben wir jetzt nur noch die Konfiguration und die Metadaten für die Welt. Die habe ich weiterhin im Local Storage belassen, weil die Metadaten immer klein sind. Und wir haben ja pro Welt immer nur einen Metadateneintrag. Deswegen verbleiben diese beiden Sachen im Local Storage. Dafür haben wir jetzt hier bei Index.db die Chunks-Datenbank, die Chunks-Tabelle. Und da können wir jetzt sehen, dass wir diese drei Chunks, die vorher im Local Storage hatten, jetzt hier in dieser Tabelle drin hatten. Index.db kann deutlich größer sein. Ich weiß die Kapazität jetzt nicht im Kopf, aber ich meine so nach Gefühl irgendwie 4 Megabyte oder so bei Local Storage und Index.db kann so 100 Megabyte oder sogar noch größer sein. Der Benutzer wird dann einfach gefragt, wenn die Datenbank zu groß wird, ob er das zulassen möchte oder nicht. Also eine sehr schöne Sache. Nervig ist daran, dass Index.db ganz anders zu bedienen ist als der Local Storage. Also die Bedienung ist viel komplizierter aus Programmierersicht. Darauf möchte ich gleich noch zurückkommen. Aber ja, ich bin sehr stolz, dass es funktioniert. Und was sich auch geändert hat seit des letzten Videos, ist, dass wir hier eine Weltenliste im Programm drin haben. Also wir sind ja jetzt schon in Minecraft drin und sehen erstmal die Welten, die wir zur Verfügung haben. Das sind hier mit R gekennzeichnet die Remote-Welten, also auf meinem Server gespeichert. Das sind Welten, die also nicht auf diesem Gerät hier sind, sondern auf meinem Server. Und dann haben wir diese eine lokale Welt, die heißt Weiß nicht. Wir können diese Welt jetzt öffnen. Wir haben aber auch ein Optionsmenü, habe ich das jetzt mal genannt. Da können wir dann raufklicken und können dann zu
der Welt, die wir ausgewählt haben, sehen, zum Beispiel, wann die geändert wurde. Wir können sie löschen, wir können sie umbenennen und hochladen. Hochladen heißt, dass wir sie dann eben auch auf dem Server haben, dass andere sie spielen können oder dass wir sie auf einem anderen Gerät spielen können. Jetzt möchte ich sie zuerst mal öffnen und mal gucken, was das für eine Welt ist. Wir können schon gleich erkennen, das ist keine besonders, ich sag mal, aufwendig erstellte Welt. Also UNESCO-Weltkulturerbe wird das hier wahrscheinlich nicht, was ich hier gebaut habe. Eine schöne Testwelt. Aber ja, das Wichtigste ist, wir sehen, es funktioniert. Denn diese Welt, die wir jetzt hier haben, die wird aus dem Index DB geladen und nicht mehr aus dem Local Storage. Die Migration also von Local Storage in Index DB hat funktioniert. Es wurde erkannt, dass wir eine Welt hatten, die noch keinen Namen hatte. Und wir können das jetzt auch spielen und speichern und Sachen ändern und so weiter. Und ich schließe jetzt mal hier die Konsole. Und ich kann ja mal demonstrieren, dass auch das Speichern, also das Verändern, funktioniert. Ich frage mich gerade, wie ich das am besten machen kann. Ich habe eine Idee. Ich mache mal hier so ein kleines Bauwerk hin. Haben wir gerade den Kreativmodus? Ach ja, gut, das ist eine Welt im Überlebensmodus. Deswegen haben wir hier unten begrenzte Itemanzahl. Also, wenn ich das abbaue, dann habe ich wieder 30. So, dieses schöne Tor, was ich jetzt hier gebaut habe, möchte ich jetzt mal so festhalten. Welt verlassen. Jetzt können wir sehen, vor 4 Sekunden wurde das als letztes verändert. Wir können ja auf Aktualisieren auch immer drücken, um das neueste, den neuesten Stand der Liste zu sehen. Wir sind angemeldet. Also hier oben rechts können wir sehen, dass ich an meinem Konto L3P3 angemeldet bin. Wenn man nicht angemeldet ist, dann hat man da einen Anmelden-Button, den man drücken kann. Ich kann jetzt diese Weiß-nicht-Welt, die ich gerade eben gemacht habe, nochmal öffnen, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wir sehen, es funktioniert. Das Laden funktioniert auch einigermaßen schnell. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp. Wenn man keine Lust hat, so lange auf das Laden zu warten, gibt es einen Befehl und der heißt Load. Und dieser Befehl sorgt dafür, dass dann alle Chunks geladen werden und währenddessen das Spiel einfriert. Es friert sogar nicht mal ein, aber so normalerweise werden die Chunks nämlich im Hintergrund geladen, während man spielt, aber da der Prozessor mit der Bildberechnung beschäftigt ist, ist dann weniger Prozessorleistung übrig für das Chunkladen. Der Load-Befehl, der sorgt dann halt dafür, dass sofort alles geladen wird und auf die FPS dabei keine Rücksicht mehr genommen wird. Achso, weiterhin können wir natürlich auch F3 drücken, um hier so die FPS zu sehen. Wir haben jetzt hier so über 30 FPS, was ich ziemlich flüssig finde. Also es sieht ziemlich flüssig aus. Lässt sich auch sehr gut spielen weiterhin. Also bin ich schon mal erleichtert, dass diese Index-DB-Geschichte nicht die FPS irgendwie merklich runtergedrückt hat. Was kann ich denn jetzt noch demonstrieren? Also, ja, an den Einstellungen hat sich hier nichts geändert. Ich verlasse die Welt mal. Ich lade sie jetzt mal hoch. Oder wir benennen sie mal erstmal um. Tor zur Welt. Habe ich die Welt jetzt genannt. Und jetzt können wir sie hochladen. So, hochgeladen. Und vorher, man hat es ja eben gesehen, hatte die Welt die ID 0, weil 0 halt die Standard-ID war für lokale Welten. Und jetzt haben wir die ID 62. Das liegt daran, dass jetzt diese Welt auch auf dem Server gespeichert ist. Und auf dem Server gab es schon 61 Welten, also ist jetzt das die Nummer 62. Also auch dieses Umbenennen hat offenbar funktioniert. Das können wir jetzt natürlich nochmal ausprobieren, indem wir hier auf Öffnen drücken. Und tatsächlich, die Welt hat jetzt die ID 62. Das heißt also auch in der Index.db haben die Chunks jetzt einen anderen Namen bekommen. Aber die Welt funktioniert immer noch. Und dieses Gleichzeichen hier zwischen L und R heißt übrigens, dass es synchronisiert ist. Das heißt, dass der Stand auf meinem Gerät hier und auf dem Server der gleiche ist. Das kann man auch erkennen. Ich demonstriere das jetzt nochmal. Ich baue jetzt mal hier was hin und dann gehe ich wieder ins Menü. Und dann mal darauf achten, dass dann nämlich diese Änderung synchronisiert, also hochgeladen wird. Das war jetzt sehr, sehr kurz, aber man hat vielleicht, wenn man das pausiert, gesehen, dass die lokale Variante neuer als die Remote-Variante war, hochgeladen wurde und jetzt hat man hier auch den aktuellen Stand. Ich öffne mal jetzt ein Inkognito-Fenster, um zu demonstrieren, dass wir tatsächlich vom Server jetzt diese Welt auch spielen können, wenn wir jetzt jemand anderes sind.
So. Ach so, wir können die Welt hier nicht sehen. Das liegt daran, dass ich die Welt nicht veröffentlicht habe. Das lässt sich ganz schnell ändern. Welt öffentlich, ja. So, jetzt ist die Welt veröffentlicht. Man kann es jetzt auch übrigens sehen, dass das R hier ein großes ist. Das ist hier die Bedeutung. Kleines R heißt, dass es nicht öffentlich ist und großes R heißt, dass die Welt freigegeben ist für andere. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren drücke, taucht hier unsere neue Welt auf von L3P3. Weil ich jetzt hier nicht angemeldet bin im Inkognito-Fenster, habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das zu bearbeiten. Ist ja auch logisch. Ich kann sie aber jetzt herunterladen. So, wenn ich jetzt die Welt öffne, sind wir wieder hier. Magie. Nichts als Magie. Wenn ich das jetzt schließe, dann ist die Welt weg, weil das nämlich in einem Local Storage gespeichert ist. Aber wir haben es ja immer noch hier gespeichert und auf dem Server. Ich kann auch Welten jetzt runterladen. Ich kann zum Beispiel mal, was haben wir denn Schönes da? Ich finde, Berlin Wall ist eine sehr schöne Welt. Die kann ich jetzt mal hier runterladen. Dass das so schnell lädt, liegt unter anderem daran, dass die Welt klein ist, dass der Rechner hier schnell ist, dass die Welt komprimiert ist. Also ich habe ein eigenes Kompressionsverfahren da eingesetzt, damit die Chunks komprimiert gespeichert und runtergeladen werden. Und weil ich im Wi-Fi bin und der Server ja im selben Netzwerk ist wie der Laptop, den ich gerade benutze. Jetzt kann ich das öffnen und mir diese schöne Landschaft angucken, nachdem ich hier wieder Load eingegeben habe, weil ich ungeduldig bin. Und können uns hier einen kleinen Schnitt der deutsch-deutschen Grenze in Berlin angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so authentisch ist, was wir hier sehen, aber es funktioniert. Ich kann ja mal gucken, wie jetzt die Bildrate ist eigentlich, wenn ich die Auflösung etwas höher mache. So. Jetzt haben wir kleinere Pixel, aber es ist immer noch spielbar. Das liegt jetzt auch daran, dass ich hier einen relativ schnellen Rechner habe, also relativ für meine Verhältnisse. Das ist nämlich ein ThinkPad von 2012, das ich hier gerade benutze. Die meisten Zuschauer werden Geräte haben, die um ein Vielfaches schneller sind. Also zeigt mir das ganz gut, dass die Performance ausreicht. Ja, die Weltliste, dass man mehrere Welten haben kann, das ist eigentlich so das tolle Besondere. Wir können jetzt auch eine neue lokale Welt noch zusätzlich erstellen. Bla, nenne ich die jetzt mal. Dann können wir hier die öffnen und eine Kleinigkeit hinbauen. Ja, da kam das Schankladen gerade nicht ganz hinterher. Und dann kann ich die Welt verlassen. Und jetzt haben wir hier mehrere lokale Welten, nämlich diese drei hier. Und nun könnte ich die jetzt auch hochladen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich lösche sie stattdessen. Und ja, das so viel zu diesen neuen Features. Ich bin sehr stolz darauf. Ich bin sehr zufrieden, wie gut und schnell und zuverlässig das funktioniert. Das war auch sehr kompliziert, das alles so zu machen. Nicht umsonst habe ich dafür etwa 2 Monate gebraucht. Und jetzt möchte ich noch mal etwas auf den Code eingehen. Wir haben erstmal für die Weltenliste am Anfang hier diese neue Komponente Menü Start. Das Startmenü also. Es ist jetzt auch mit verschiedenen Sprachunterstützungen. Verschiedene Sprachen werden jetzt unterstützt. Also wir haben ja das Spiel jetzt hier auf Deutsch. Es gibt aber auch die Variante auf Englisch, Ukrainisch und Russisch. Und ich werde die englische Variante nochmal in einem anderen englischen Video vorstellen, denke ich. Damit ich auch meine Videozahl etwas hochbekomme wieder. Hier haben wir einmal die Komponente für so einen Listeneintrag für die einzelne Welt, also so ein Ding hier, dass man das schon auswählen kann und das Grün hervorgehoben wird. Ach ja, dass hier vorne jetzt dieses L gleich R steht und sowas, das ist ziemlich kompliziert für Anfänger, deswegen möchte ich da später Icons haben, also Symbole, Symbolbilder, die das verdeutlichen, wo die Welt gespeichert ist und ob sie gerade hochgeladen wird und so weiter. Das kommt aber später. Das habe ich jetzt der Einfachheit halber so gemacht hier. Dann haben wir hier die Komponente Menü Start. Das ist eben dieses ganze Startmenü. Da wird die Weltliste geladen, gefetcht. Dann werden die lokalen Welten und die Welten, die vom Server kommen, beide in einer Liste zusammen dargestellt. Dann, ja, das ist hier der Teil, wo die zusammengefügt werden. Dann sind hier die einzelnen Funktionen, zum Beispiel die Synchronisierfunktion, dass wenn Welten hier lokal neuer sind als auf dem Server oder andersrum, dass sie dann hoch oder runtergeladen werden. Das ist ziemlich viel Code.
Das fand ich nicht so toll, dass das so viel Code ist, weil ich eigentlich das Spiel sehr klein halten möchte. Aber es ist ja immer noch klein. Also man kann ja sehen, wenn ich das jetzt hier lade, lädt das quasi sofort. Und ich kann ja mal nochmal in die Konsole reingucken. Also jetzt sehen wir, das ist auch schon größer. Das liegt daran, dass wir jetzt eben mehrere Welten hier drin haben in der Index.db. Aber was ich jetzt gucken wollte, war, wie viel Daten eigentlich runtergeladen werden, wenn wir das jetzt nochmal leeren und neu laden. Also jetzt komplett ohne Cache wurde das Spiel runtergeladen. Ja, das sind die Ressourcen, die wir haben. Das hier ist die Weltenliste. Aber da drin ist auch die Information, ob wir zum Beispiel gerade angemeldet sind. Dann gibt es hier unten die Anzeige, wie viel übertragen wurde. Also 36 Kilobyte wurde insgesamt runtergeladen. Das heißt, wir können jetzt schon mal sicher sagen, das gesamte Spiel mitsamt der Daten hier, die angezeigt werden und der Bilder und so weiter, ist 36,3 Kilobyte groß. Die Zahl, die wir hier rechts haben, diese 69,4, das ist die unkomprimierte Größe, also die Größe der JavaScript-Dateien zum Beispiel und CSS-Dateien ohne die gzip-Kompression, denen die unterworfen wurden. Dass es jetzt so lange gedauert hat, hat mit DNS zu tun. Ich kann das ja nochmal neu laden. Jetzt müsste DNS gecached sein. So, und dann können wir also auch sehen, selbst ungecached, also ohne dass irgendwelche Daten hier noch vom lokalen Rechner genommen wurden, hat das immer noch nur unter 200 Millisekunden gedauert und das Spiel ist circa 35 Kilobyte groß. Das ist ja, worauf ich eben hinaus wollte. Es ist also immer noch winzig und mini im Gegensatz zu Minecraft. Und neben dieser Weltenliste, die das eigentlich erstmal praktische große Novum ist, haben wir auch die Möglichkeit, größere Welten zu speichern. Und dafür habe ich eben diese Index.db genommen. Und wie das aussieht, zeige ich hier nochmal kurz. Ich habe natürlich, so natürlich ist das gar nicht leider heutzutage, Rücksicht genommen auf Geräte, die dieses Index.db nicht unterstützen. Also man kann Minecraft weiterhin spielen mit einem Browser, der nur Local Storage kann und kein Index.db. Das ist also abwärtskompatibel. Aber wenn wir das haben, dann wird eine Datenbank erstellt für die Chunks. Und dann habe ich hier Funktionen, die einzelne Chunks laden oder speichern. Und darin wird dann immer Rücksicht genommen, falls wir keine Index.db haben, dass dann immer noch der Fallback des Local Storage benutzt wird. Und das ist vom Format einfach genau das gleiche, wie wir vorher hatten. Also kann man auf Browsern, die Index.db nicht können, einfach ohne Veränderung weiterspielen. Und der große Unterschied von der Bedienung von Local Storage versus der Index.db kann man hier gut erkennen. Während wir bei Local Storage einfach sagen müssen, gib mir mal hier diesen Wert hinter diesem Schlüssel hier, müssen wir bei Index.db mehrere Sachen machen. Wir müssen jedes Mal eine Transaktion erstellen. Dann müssen wir noch auf den einzelnen Store, also auf die Tabelle zugreifen. Und dann müssen wir eben noch angeben, welchen Eintrag wir raushaben möchten. Und das Ganze ist asynchron, das heißt, wir können das nicht sofort verwenden, sondern wir müssen dann erstmal sagen, wenn der Request erfolgreich ist, dann erst bekommen wir das Ergebnis, die Daten da drin. Und um das einigermaßen pseudosynchron benutzen zu können, gibt es hier eben in JavaScript dieses Async und Promise und so weiter. Ist etwas schade, dass das jetzt so kompliziert geworden ist, aber naja, man hat ja eben gesehen, das Spiel ist immer noch klein und schnell, also macht das praktisch kein Problem. Es könnte auch einige Vorteile haben in Zukunft, dass wir jetzt also Chunks asynchron, also im Hintergrund laden und speichern können. Ich weiß noch nicht genau, inwieweit das Vorteile haben kann, aber ja, es ist wie es ist. Und hier sehen wir also auch die Möglichkeiten, ganz alle Chunks zu laden oder alle Chunks zu setzen. Das ist für das Runter- und Hochladen von Chunks notwendig. Dann ist immer noch weiterhin der Local Storage Weg immer noch drin, dass das auch mit dem vorherigen System funktioniert. Ja, so habe ich das gemacht. Dann komme ich noch mal kurz zur Sprache. Ich habe das so gemacht, dass ich hier Dateien habe für die einzelnen Sprachen. Falls einer meiner Zuhörer, und damit meine ich natürlich auch die weiblichen und non-binären Zuhörer, hier eine
Sprache ergänzen könnte, zum Beispiel Spanisch oder Italienisch oder Französisch, würde ich mich sehr freuen, wenn diese Person das mir einreichen würde. Es ist sehr einfach, eine neue Sprache einzureichen. Man muss im Grunde einfach nur eine der Sprachen hier, die man schon spricht, die Datei kopieren und umbenennen. Zum Beispiel für Spanisch wäre das dann es.csv und dann die deutschen Texte mit spanischen Texten austauschen. Und schon hätten wir eine weitere Sprache im Spiel. Man hat keine Möglichkeit, die Sprache im Spiel selbst auszuwählen. Das wird hier einfach dadurch gemacht, dass man im Browser eine Sprache eingestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeige. Ich glaube nicht. Ich mache einfach ein extra Video dazu. Auf Englisch dann. Ja, mein Spiel Minicraft ist nach wie vor implementiert in Lui, also in meinem eigenen Web-Framework. Und wie man hier an dieser schönen Liste sehen kann, ist Lui sehr zuverlässig und einfach zu verwenden. Dieses dynamische HTML, was ich hier habe, wäre ohne Lui ein Albtraum gewesen. Ich hätte natürlich auch React oder Vue oder selbst Mistral benutzen können. Theoretisch würde sogar jQuery funktionieren. Aber diese Dynamik, die man hier hat, dass man zum Beispiel immer die aktuellen Daten da hat, dass man Sachen hoch und runterladen kann und auch immer alles auf dem aktuellen Stand ist, das wäre ohne ein solches Web-Framework sehr schwer zu realisieren. Und deswegen möchte ich hier noch einmal werben, dass programmiereifrige Zuschauer sich mal überlegen sollten, ob sie nicht auch mal eine App in Lui entwickeln wollen. Dazu habe ich auch Videos gemacht. Ja, das war's für heute von meiner deutschsprachigen Variante hier und ich ja, mache jetzt mal gleich das Video auf Englisch. Und falls jemand Minecraft bisher schon gespielt hat und eine lokale Welt hatte, ist diese Person natürlich eingeladen, diese Welt zu benennen und hochzuladen und vielleicht sogar zu veröffentlichen, damit andere sie auch spielen können. Das war's.